So, da sind wir wieder. Kopie die. Lecker, lecker. Ist zwar schon kalt, aber macht nichts. Das ist eigentlich jetzt die Fortführung von dem Film von gestern, weil ich habe noch ein bisschen an diesem kleinen Bild gearbeitet. Und wenn ihr das so seht, das sind nur so ein paar Kleinigkeiten. Hier so ein paar Striche drumherum, hier ein paar Ecken dran gemalt und ein Herzchen. Und ich finde, das macht schon eine Menge aus. Jetzt ist es aber wirklich definitiv fertig und das wollte ich euch nur noch mal zeigen. Das war das. Das lege ich zur Seite. Ach, da haben wir noch eins. Dann wollte ich euch meine Kästchen zeigen, die ich gestern bekommen habe. Ich muss mal gucken, ob ich das überhaupt irgendwie schaffe, die hier in diese Kamera reinzuhalten. Ihr seht es. Das ist ein ziemlich großes. Kann ich mal rauszoomen? Ich habe gar nicht groß gezoomt. Ist ein ziemlich großes Teil. Davon habe ich schon eins. Und ich stelle es auf die Seite. Räume mich gleich ein. So, jetzt kann ich mich auch endlich setzen, weil nämlich da jetzt die ganze Zeit... Tara, steh mal auf. Ich kann mich nicht... Ihr Lieben, lass mich mal... Dankeschön. Lass Petra mal sitzen. Ich bin doch ein alter Mensch. Mensch. diese Box habe ich auch gestern bekommen. Fand ich eigentlich ganz interessant mit diesen Henkeln drin, so Einkerbung und dem Deckel auch. Ist eine sehr stabile Box, sehr stabil. Und die habe ich einfach gestrichen und auch ein bisschen mit Decoupage beklebt. Und jetzt habe ich eine schöne kleine Box für den Schreibtisch. Was da reinkommt, weiß ich noch nicht. Das war auch von Horizonte. Wenn ich jetzt nur wüsste. Ach, Moment, das ist ganz unten. Ich muss mal eben umräumen. Moment. Weiter geht's. Ein Schwämmchen habe ich mir gegönnt. Das habe ich aber heute beim Einkaufen mitgebracht. Mal gucken, ob das so toll ist, wie das alle so sagen. Das ist wohl so ein Kosmetikschwämmchen zum für. Sag mal schnell, ich bin auch ein bisschen vogelig. Anstatt dieses Teil, keine Ahnung, wie das jetzt heißt. Vielleicht fällt es mir irgendwann noch ein. Gestern habe ich noch diesen Aktenordner gefunden. Ich suchte jetzt so einen. Bin mir allerdings nicht sicher, ob der wirklich gut geht. Der ist ein bisschen schwer, vielleicht kann ich das irgendwie ein bisschen entschärfen. Und zwar wollte ich habe ja so einen schon gemacht. Ihr wisst, nicht so einen, sondern so einen grauen, aber das ist das gleiche Format. Und das hat mir gut gefallen, das zu machen. Und ich habe jetzt noch eine Idee für so ein Buch, und zwar das Farmbuch. Und dafür habe ich mir die Little Farm von Golden Books, ich zeige es, wenn es soweit ist, nochmal, habe ich mir doppelt geholt. Ich erkläre es dann auch, warum. Aber das soll hier rein. Ich hoffe, dass das passt. Ich habe es noch gar nicht richtig geguckt. Ich lege es auf die Seite. Das habe ich auch gestern bei Horizonte gefunden. Und dann habe ich einen ganzen dicken, ja, ein Stapel ist zu viel gesagt. Ja, ein kleiner Stapel ist es schon. Das sind einfach so Mappen. Da könnte man jetzt alles Mögliche mitmachen. Ne? Das sind mehrere Farben, einfach stabil, ist nichts dran, ist heile. Ist schön. Und dann hier, das sind so, keine Ahnung, wie nennt sich sowas? Ich lege meine Brille mal eben sein. Ich bin ja nie irgendwo auf so einem Büro gewesen. Ich habe keine Ahnung, wofür man die nimmt oder wofür die gedacht sind. Aber ich finde die auf jeden Fall klasse. Die habe ich mir gestern auch noch mitgebracht. Die lege ich auch kurz weg. Einen Moment. Dann lege ich hier auf die anderen Pappen drauf, da wo es hingehört. Dann habe ich zwei tolle Bücher gefunden. Leben im Münsterland. Für die Leute, die nicht aus Münster oder Umgebung kommen, das ist dieser Koppenrath Verlag. Die machen immer besonders schöne Bücher. Das sieht man, das ist so Leinwandrupfen. Es ist ganz toll eingebunden, das Buch. Es ist ganz toll gemacht, das Buch. Das ist von 78. Der Verlag sitzt in Münster, meiner Heimatstadt. Und da gibt es auch zum Beispiel, ich weiß gar nicht, was die heute machen, aber früher machten die unter anderem wirklich so ganz besonders schöne Kochbücher. Witzig war zum Beispiel, ich hatte mal ein Kochbuch über das Backen von denen, vom Koppenrath Verlag. Und
Der war in den Seiten, war ganz wie, als wenn da so Flecken drin sind vom Backen, die waren reingedruckt extra. Und dann war tatsächlich Mehl in den Seiten etwas. Es war toll. Ja, dieses Buch ist sehr schön, weil es eben wirklich was mal anderes ist. Allein die Umrandung der Seiten, die blaue Schrift auf dem gelben Grund, das ist ja eine besondere Farbe. Die Bilder, ich will keinem zu nahe treten, reißen mich persönlich nicht vom Hocker. Ich werde mir die Geschichten, da sie ja um Münster, in Münster, um Münster herum spielen, alle durchlesen. Ich will jetzt auch nicht jetzt irgendjemand speziell rausgreifen. Ich sage nur so viel, es ist auch platt dabei, das ist ganz amüsant. Es sind auch Gedichte dabei und nehmt es mir nicht übel. Ich bin nicht der Gedichtetyp, wo man so rumschwurmelt. Ich weiß nicht, wie ich das... Ich will es jetzt nicht vorlesen, weil ich nicht jemanden... weil ich das nicht namentlich irgendwie festmachen möchte. Aber wenn da so Wörter aneinander gereimt werden, ich weiß nicht... ich glaube, ich gehe lieber nicht näher drauf ein. Auf jeden Fall ist es nicht mein Ding, dieses Geschwurmel. Dann habe ich ein ganz altes Ding gefunden. Das ist fantastisch. Super. Ich liebe was Handfestes. Eifelfestschrift zum 25-jährigen Jubelfeier des Eifelvereins. Ja, jetzt kommt ihr. Eigenverlag. Und jetzt kommt 1913, wenn ich mich nicht irre. 1913, jetzt kommt ihr. Ist das klasse? Da sind sogar ein paar irre Bilder drin. Ich werde das verarbeiten, das Buch. Es wird vielleicht für einen Historiker, der sich jetzt für die Eifel interessiert, interessant sein. Für mich ist das nicht sehr interessant. Für mich ist interessant das Schriftbild. Für mich ist interessant die vergilbten Seiten, die teilweise fleckig sind. Das ist für mich interessant. Für mich sind interessant Bauernhaus zum Beispiel aus der Westeifel. Das Wohnhaus, Stallung und Scheune unter demselben Dach vereinigt. Für mich sind interessant Tabellen, welcher Art auch immer, die spielt gar keine Rolle. Sowas habe ich schon immer mal gesucht. Jetzt ist hier sehr, sehr viel davon da in diesem Buch. Ist egal, was. Es geht mir einfach um dieses andere Aussehen im Schriftbild. Und das finde ich klasse, dass ich das jetzt gefunden habe. Das Buch geht hundertprozentig in die Verarbeitung. Alles, was an Bildern zu verwenden ist, werde ich verwenden. Und da das Buch so toll und so stabil verarbeitet ist, werde ich das auf jeden Fall auf irgendeine Art und Weise weiter verbrauchen und für irgendwas anderes. Ich will mal gerade gucken, wie groß das ist. Das ist ungefähr 18,5 x 26. Ja, das ist ein schönes Format eigentlich. Finde ich klasse. Lege ich auch auf die Seite eben. Moment, ich habe so viele Seiten, habe ich gar nicht mehr. Hier ist alles zu. Die beiden lege ich jetzt weg. Das waren die Sachen aus Enningerloh gestern. Und dazu hatte ich ja, wie gesagt, jede Menge Hörbücher noch mitgebracht. Mein Mann hatte sich auch einiges an Büchern noch mitbringen können. Also wir waren gestern gut zufrieden. Ich habe mir noch was geholt. Ja, warte mal, habe ich hier liegen, habe ich frisch gewaschen. Guckt euch das mal an, habe ich auch gestern gefunden. Ich denke mal, könnte von der Seidenmalerin sein, von der ich die Karten damals hatte. Ich habe das mitgenommen, weil ich gedacht habe, ich könnte da irgendwie Bänder für meine Alben draus machen. Wobei, eigentlich gut, gelb und ist nicht meins, aber grün, das ist eigentlich ganz schön. Okay, das weiß ich nicht, aber ich habe das nicht mehr vor zu verarbeiten. Da das zu meiner Garderobe passt, behalte ich das selber und das Gleiche gilt für dieses kleine Tüchlein. Ganz leichtes, schönes Tüchchen. Habe ich mir auch drüber gefreut. So. Ich denke, ich habe noch irgendwas vergessen, aber mir fällt es nicht ein. Ich weiß es nicht. Also gefreut habe ich mich sehr über diese riesengroße Holzkiste, denn ich habe das gleiche Format schon mal. Das steht hinter mir. Das ist auch mit Dekopage gestaltet. Ich gestalte ein paar Bilder mit dazu. Die habe ich fotografiert. Dann kam heute meine Bestellung. Ich packe aus. Ich bin schon ganz gespannt. Packen wir zusammen aus. Ja. Also die Art finde ich ganz toll, aber genau das, also ich persönlich kann jetzt für mich sagen, ich werde von Stamperia keine Stencils mehr kaufen. Das ist mir zu flitterig. Das ist ein hundertstel Millimeter dünn, das Zeug.
Ja, ich weiß nicht. Nee, also der ist schön, der ist klasse, so habe ich mir den gedacht. Schön groß, aber es ist einfach vom Material nicht meins. Und deswegen, naja, okay. Zwei Versuche, zweimal so schießiges Material. Also das merke ich mir vor. So gut und toll die hier mit ihren Papieren sind, da bin ich wirklich. Wenn ich das jetzt rauskriegen könnte, diese Verpackung, die bringen mich wirklich um. Mich bringt das an den Hand, an den Rand des Wahnsinns. Du bist wohl des Wahnsinns fette Beute. Wo geht's denn hier auf? Bis ich alleine erstmal gucke, wo geht's denn hier auf? Oh, Liebelein, ich mache es anders. Nee, ist die falsche Schere. Das geht mir sowas von auf die Nerven. Ganz ehrlich, den Papierblock, den man von der Firma direkt bestellt, der braucht doch gar nicht so doll verpackt sein, oder? Naja. Gut. Schmeiße ich auch. Zu dem anderen muss ich gleich mitnehmen. So, jetzt bin ich selber. Oh, haben wir es in der Kamera? Gucken wir es uns zusammen an. Ist das toll? Erinnert mich so ein bisschen an Jim Shore. Ihr wisst ja, ich sammle ja. ich weiß, ich sammle alles Mögliche, ja. Ich sammle unter anderem ja auch die Jim Shore-Figuren und da habe ich sehr viele Engel und. Wisst ihr was? Ich zeige euch das mal. Ich habe hier in der Küche allein drei Engel von ihm stehen. Ich würde euch das gerne mal zeigen. Es ist nicht so. Oh, die sind ein bisschen angestaubt, die Damen. Ich habe Küchenengel, ja, weil ich halt früher immer sehr, sehr viel in der Küche war. Ach, die sind sehr angestaubt. Die stehen oben im Regal, die Armen. Aber ich zeige es euch trotzdem, trotz Staub. Die eine hat eine Ananas, das heißt ja, glaube ich, in Amerika herzlich willkommen. Und das ist Tea Time. Und hier habe ich noch einen Teeengel. Hab zwei Teeengel und einmal herzlich willkommen. Und ich zeige euch, wenn ich jetzt dabei bin. Just a little moment, please. Kommt man so schlecht dran da oben? Oh mein Gott, die hat auch Spinneweben. Die hat auch Spinneweben. Ich muss die mal waschen. Aber ich zeige es trotzdem. Das ist mein vierter Jim. Bless this meal, this home, this family. Kann man doch gut brauchen. Das ist mein Segensengel. Ja, ich habe eigentlich überall tolles Zeug. So, jetzt geht das hier weiter. Da sind wir wieder mal abgeschwiffen, ne? Da bin ich ja ein Großmeister mit Abschwiffen, ne? Nein, aber oh, ganz ohne Scheiß. Ich finde dieses Papier. Ich habe nur das Deckblatt gesehen. Da war. Ah. Soll ich so blättern, dass ihr sehen könnt? Ich kann es mir ja immer noch anschauen, ne? Das ist ja nicht so, dass ich es mir nicht mehr angucken kann danach. So, ne? Geht es? So, habt das gut drin, hoffe ich, ne? Oh, ist das schön, ist der Engel schön. Oh, wie schade, es sind. Guckt euch das an. Die Seite ist so schön und die Seite ist auch so schön. Muss man sich meistens entscheiden. Sind das Postkarten? Oh, das sind Postkarten, ist das toll. Diese Stadt und da ist der schöne Engel. Und hier, Santa Claus. Toll, die Farben, oder? Oh, toll, toll, toll. Und der Baum ist der toll. Merry Christmas. Ja, wenn es mal schon soweit ist. Home, sweet home. Let it snow and Happy Xmas steht, glaube ich, da unten, wenn ich das richtig auf dem Kopf lesen kann. Ach, das gefällt mir gut. Ich mag ja sowas Buntes. Oh, ist der Santa Claus toll. Der Weihnachtsmann klasse. Ist das. Auch das gefällt mir gut. Wobei ich wahrscheinlich die erste Seite. Seht ihr, das ist der. Oh, nee, da braucht man nicht überlegen, da muss man die Häuser nehmen. Aber diese Seite finde ich ganz, ganz toll. Die finde ich alle die Rückseiten toll. Oh Gott, ich muss mir das so überlegen, dass ich die irgendwie so einhefte, dass ich die beidseitig sehen kann. Finde ich. Ja, gut. Das mit der Katze finde ich auch schön. Dear Santa. North, ist das am North? 25. Oh, was schön die Rückseiten sind. Das sind bestimmt Tags, aber die haben nicht eine Rückseite. Die sind reizend, die Tags. Wobei diese Seite an sich ist schon Traum. Traum, Traum, Traum.
Er hat auch keine Rückseite, in dem Sinne, hat keine runde Rückseite, will ich mal sagen. Gefallen mir gut, da wiederholen sich die, hier die Seiten sind. Also normal müsste man es sich ja nochmal bestellen, damit man dieses wunderbare Papier hat. Ja, ich wollte ja ein Santa-Buch machen, also ein Weihnachtsbuch machen und kann natürlich jetzt wunderbar die Buchstaben, die werde ich natürlich dann verwenden für mein Buch. Oh, wobei, ja, guck mal, einmal in Rot, einmal in Grün, einmal in Blau und eine Seite schöner als die andere. Und hier ist nochmal der Mond und die Sterne. Noel, Noel. Und das ist das Ende vom Lied. Jetzt habe ich nur hier noch die Bordüren. So, das ist der erste Streich. Ach, warte mal, die legen wir gleich richtig weg. Und das ist Blue Stars. What can I do when the night comes and I break into stars? It's that heart of gold and stardust soul that make you beautiful. Oh, die sind aber interessant. Will man so sagen. Interessant. Nein, ist nicht schlecht gemeint. Also ist nicht negativ. Ich finde es wirklich interessant gemacht. Farben sind auch sehr, sehr schön. Gefällt mir auch gut. Werde ich auf jeden Fall integrieren. Ich brauche ja im Weihnachtsbuch auch ruhigere Seiten. Hier, die Farben gefallen mir sehr, sehr gut. Also ganz gut. Also habe ich jetzt zum Beispiel auf dieser Seite hier ein Figürchen und auf der Seite da. Ja, okay, das kann man hier, hier und da ist ganz. Oh, was ein schönes Hintergrundpapier. Auch das ist wunderschön gemacht. Auch das ist wunderschön gemacht. Naja, da hat man eigentlich wirklich echt Probleme. Was will man nehmen? Welche Seite ist schöner? Kann man gar nicht entscheiden. Hier sind noch so der Text, doppelseitige. Ist das schon die Endseite? Ja, ich glaube ja. Nee, da kommt noch eine. Das ist nochmal so neutral. Also kann ich gut gebrauchen. Leider hier die Rückseite nicht. Seht ihr, was ich sehe? Denn das ist, sonst ist das immer bei denen die Rückseite auch noch. Naja. Aber schön ist es trotzdem. Gefällt mir ganz, ganz gut. Kam wunderbar schnell an. Kam wunderbar schnell an. Kann ich heute von einem weiteren... ich schiebe mal so leicht ins Bild. Ja, habe ich schon. Edith Holden. Und ich hatte gehofft, dass es nicht wieder das Taschenbuch ist. Aber es ist leider wieder das Taschenbuch. Habe nicht richtig gelesen. Macht aber gar nichts. Habe ich mir, ich habe das ja alles schon doppelt und dreifach, habe ich mir zum Verarbeiten bestellt. Das geht in die Verarbeitung sofort rein. Dann habe ich, legen wir die auf der Seite. Dann habe ich für mein Christmas-Buch schon vorgesorgt und habe es wieder geschafft, ein Bilderbuch mir zu bestellen. Leider. Gut, wie gesagt, ich habe keine Kinder. Bilderbuch ist süß. Hätte ich die ein oder andere, hätte ich gern das ein oder andere von verwendet. Das ist von Original von 49 und dann ist es 76 nochmal erneuert worden. Ich hätte die Bilder sehr, sehr gerne verwendet, aber wie gesagt, es ist ein ganz dicker Cardstock, also ein Bilderbuch. Ich stelle es gleich zu den Bilderbüchern, die ich jetzt inzwischen auch schon sammle. So gedrungen, weil ich sie bestelle, ohne zu wissen. Dann noch ein Golden Book. Da habe ich noch nicht reingekommen. The Gifts of Christmas. Oh, das guck mal hier. Da hat noch nie einer reingeguckt in das Büchlein. Das ist noch nie gelesen worden. Das ist neu. Das ist von 2000. Ich gebe es ehrlich zu, diese Art Bilder ist nicht mein unbedingt. Ja, nicht unbedingt. Aber es sind einige niedliche dabei, denke ich, ne? Ist ein bisschen hart an der Grenze. Ja, ich weiß. Ist ein bisschen hart. Ich habe es aber für so wenig Geld, da kann man es halt mitnehmen. Und den wollte ich schon lange haben. The Shy Little Kitten. Das ist auch von... Wo haben wir das? 46 und 74. Das ist von 74. Na gut, hier ist die Seite eingerissen. Das spielt für mich gar keine Rolle. Ich blätter mal so, dass ihr es auch sehen könnt. Ich finde die Bilder von diesen Mietikatzen ganz, ganz süß. Geschichte finde ich schön. Ich werde mir das noch durchlesen. Ich hatte das mal bei einer anderen gesehen. Habe ich gedacht, ach ja, dann gibt es noch so eins. Da bin ich auch so hinterher. Vielleicht kriege ich das auch nochmal. Also die Golden Books, die Little Golden Books, die bestelle ich fast blind inzwischen. Ja, weil ich die einfach verbrauche. Ich will die haben. Ich habe auch schon welche auf Halde, sage ich mal ganz ehrlich, die ich gar nicht verarbeiten werde.
Dann habe ich noch The Night Before Christmas. Das geht jetzt alles schon um Weihnachten. Ihr seht es, ne? Das ist ein neues Buch, auf jeden Fall. Das ist von 15. Ganz neu. Ganz nagelneu. Fangen wir mal vorne an. Ich fand das toll. Das gefällt mir schon mal gut. Leider ist das so hochglänzend. Viel Papier, kann man auch sowas mitmachen. Ja. Ich muss mal schauen, was ich damit mache. Hier ist ein schönes Detail mit der kleinen Maus. Könnt ihr das sehen mit der Maus? Ich hol's mal hoch. Schönes Detail, ne? Ah, vorteilhaft ist, dass die Bilder einseitig sind bisher. Ein Text, Rückseite, Bild. Oder beziehungsweise Bild, Rückseite, Text. Das zum Beispiel finde ich ganz toll, wie Santa da vorfährt. Muss ich gucken, weiß ich noch nicht, ob ich es wirklich verwende oder ob ich es mir einfach nur anschaue und Spaß dran habe. Das kann auch noch alles passieren. Ist ein großes Format, ich weiß noch nicht genau, was ich mache. So, letzte, The Night Before Christmas mit Mäusen. Fand ich ja zu niedlich. Golden Books. Hier ist ein bisschen dran gearbeitet worden. Ist aber nicht schlimm. Ist gar nicht schlimm. Das ist von 82, 85. The Night Before Christmas mit Mäusen. Also das liebe ich ja mit Sicherheit. Das weiß ich, dass ich. Könnt ihr das? Ich kann ein bisschen näher mal rutschen, ne? Warte mal. So. Ich finde es süß. Ich finde sowas niedlich. Mal gucken, was ich. Oh, das ist süß. Das ist toll, oder? Den muss ich in meinem Büchlein haben. Ja, ich mag sowas. Schön. Gefällt mir. Gefällt mir gut. Okay, und jetzt kommen wir zum letzten Part. Ich muss dazu sagen, ich habe vor. Wie lange bin ich jetzt verheiratet? Ja, bald 40 Jahre. Und damals habe ich. Kurz danach habe ich drei Postkarten gekauft. Oder ich glaube, die habe ich gekauft oder habe ich die geschenkt gekriegt? Ich weiß nicht mehr. Und die hängen bei uns eingerahmt noch an der Wand. Tatsächlich, die hängen im Wohnzimmer, die drei. Und ich wusste nie, wer die gemalt haben könnte. Und vor kurzem sah ich bei einer, die Digitalsets anbietet. Und da sah ich ein Bild, ein Gemälde, was da sehr ähnlich war. Oh, ich dachte, oh Gott, und da stand natürlich kein Name dabei. Und dann habe ich angefangen, im Internet rumzusuchen und rumzusuchen. Konnte ich anhand des Bildes dann weitersuchen. Und dann kam ich ganz schnell auf einen Namen, der offensichtlich sehr bekannt ist. Helen Ellingham. Und dann habe ich weiter nach Bildern von ihr gesucht und dieses genau der Stil, den ich so wahnsinnig doll liebe. Und ich wusste, hatte nie einen Anhaltspunkt. Ich wusste einfach den Namen nicht. Also ich vermute, dass es bekannter ist. Denke ich doch, aber ich wusste es einfach nicht. Dieses Buch ist also von 1909 erstmalig und das ist 86. Dieses ist von 86 verlegt worden. Ich will euch da nur mal so ein paar Bilder zeigen. Ich liebe diese Cottages, da kann ich ja, oh, da kann ich mich wirklich für begeistern. Ist das schön, oder? Ist das schön? Mach mal so, könnt ihr das gut sehen, ja? Also, ich denke, das ist die Malerin, die ich all die Jahre gesucht habe. Sind nicht so viele Bilder. Doch, 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 noch eine Abteilung. Die kommen gebündelt. Oh, wie schön. Guckt euch das an. Sind die schön? Also, ich mag sowas ja. Meine Güte, ich liebe diese Art Malerei. Diese Cottages, das bäuerliche, einfache Leben. Ich mag es sehr. Ich mag es sehr, 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 sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Also dieses hat Gott sei Dank große Schrift. Werde ich versuchen zu lesen. Interessiert mich sehr. Wie gesagt, The Cottage Homes of England. Es geht da um die verschiedenen Somerset, Hampstead, Dorset und so weiter. Surrey und so weiter, wo die einzelnen sind, die einzelnen Regionen, wie die Häuser da sind. Ich finde das so reizend. Guckt euch das an. Ist das nicht einfach schön?
Ich liebe solche Bilder. So, da, wenn ich ja was mache, mache ich ja meistens keine halben Sachen. Jetzt hatte ich ja den Namen. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt man tau. Denn man los. Buch Nummer 2. The Cottage Homes of England. Und ich vermute fast,1909. Seht ihr, was ich sehe? Ich denke, es ist das gleiche Buch. Ja, es ist das gleiche Buch. Stuart Dick, genau das gleiche Buch. Es ist das gleiche Buch, aber vielleicht eine andere, natürlich nicht gleich, aber eine andere Ausgabe. Und zwar 1909. Und dieses ist wann? Steht hier nicht. 91. Das ist viel später, das ist er. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir auch mit den Bildern übereinstimmen, weil das ist ja das, was mich sehr interessiert. Hier sind die Bilder so gebündelt, sage ich mal, aufgetreten. Ich lege mal kurz was drauf. Jetzt, ich habe es noch nicht aufgehabt. Ja, das ist natürlich schöner. Wir fangen direkt auch mit Bildern an, hier in diesem. Ich rutsche rüber. Und die Bilder sind verteilt eher. Oh, da hat einer drin gemalt. Nun gut, aber die Rückseite ist unversehrt. Das ist für mich jetzt eigentlich sehr viel schöner. Ich denke, es sind die gleichen Bilder, oder? Warte mal. Plate One. Ja. Ja, ist das gleiche Buch. Wunderbar. Ich zeige euch den Unterschied. Das ist dieses Hochglanzpapier. Das ist dieses matte Papier. Hier wirkt das sehr, sehr viel schöner. Dieses Buch wird mein Lesebuch und Anschauungsbuch. Ich habe alle Bilder also hier auch und da. Das ist genau das identisch gleiche Buch. Nur ältere Ausgabe. Wahrscheinlich vielleicht sogar ein anderer Verlag. Bacon Books London heißt es hier. Und dieses heißt, doch auch, ist der gleiche Verlag. Haben aber eine andere Ausgabe gemacht mit Tuschezeichnungen dabei und die Bilder wirken natürlich jetzt auf dem matten Papier, auf diesem leicht gelblichen Papier, das andere ist ja so weiß, wirken die Bilder natürlich wunderbar, genauso wie ich mir das vorstelle, ganz genauso. Das grüne Buch geht in meine persönliche Bücherstube, nachdem ich es gelesen habe. Dieses Buch ist von vornherein, weil es jetzt doppelt da ist, zur Verarbeitung freigegeben. Sehr, 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 sehr ärgerlich. Immer wieder der gleiche Ärger. Hier, Old Farm near Downton Wilts, near Adderley Edge, Shire heißt er, ne? Oh mein Gott, Shire wird das, glaube ich, gesprochen. Genau, es gibt ja auch das Shire Horse, ne? Wenn ich mich nicht irre. Gut, wenn man die verwendet, dann muss man die flippern, dass man die auf und zu macht. Die darf man nicht, kann man nicht fest reinkleben. Ich hoffe, dass nicht alle Seiten doppelt sind. Na, 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 da ist noch eine zwischen. Nee, nicht alle Seiten doppelt. Aber die, die doppelt sind, nicht alle. Die, die doppelt sind, werde ich... Ne, Gott sei Dank nicht alle. Gott sei Dank nicht alle. Ah, oh, das liebe ich. Guckt euch das an. Ist das schön? Und das kann ich euch auch besser zeigen, weil das nicht so spiegelt. Ach, ich liebe das. Könnt ihr das euch vorstellen, dass ich jetzt wirklich so viele Jahre versucht habe, das zu finden? Und ich hatte irgendwie keinen Ansatz. Habe mich da auch nicht so intensiv abgedacht. Wenn ich das mal sehe, dann hake ich nach. Und es hat 40 Jahre gedauert jetzt. Und jetzt habe ich es. Ja? So, Freude, 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 zweimal das gleiche Buch. Dies ist zum Verarbeiten und dann gleichzeitig haben wir natürlich ein wunderbares Buch. Auch eine stabile Geschichte, die ich weiter verarbeiten kann als irgendwas anderes. So, aber ihr kennt mich inzwischen. Petra kriegt den Hals meistens nicht so direkt voll. Helen Ellinghams, England. Eine weitere. Oh, die Heide, das ist... Oh, meine Brille. Das muss ich euch zeigen. Könnt ihr das sehen? Ist das schön? Ist das schön? Ja, schön. Einfach schön. Einfach schön. Und dieses Buch ist aus... Ich muss ein bisschen rausfluppern, ne? Ein bisschen rausfluppern, sonst seht ihr es nicht. Dieses Buch ist von 2000. Das ist das neueste von allen.
schöne große Bilder. Auch reizend. Mit den Kinderbildern könnt ihr das so erkennen. Ich denke, ihr könnt es so erkennen, ne? Oh, die Landschaften, wunderbar, wunderbar. Ach, oh, das ist eins von denen, die ich biete. Also ich muss euch beide zeigen. Ich denke, das lohnt sich zu gucken. So, einmal das. Ist das reizend? Und diese alte Ansicht. Ich muss versuchen, es irgendwie gerade in die ganz nicht. Bin zu blöd dafür. So. Zoom geht auch nicht so gut. Es ist auch mal so ein bisschen schwierig. Ach, da haben wir auch mehr Ansichten. Ach, ich liebe das. Ich liebe dieses Buch. Also, das ist noch lange nicht. Das behalte ich. Also, das entweder muss ich es mir nochmal kaufen. Ich werde irre. Nee, muss ich mir nochmal kaufen. Wenn ich es verarbeiten will, muss ich es nochmal haben. Ist das schön? Schön, oder? Einfach diese Idylle. Ich liebe solche Sachen. Ja, das ist das eigentlich, wo ich eigentlich hingehören würde in so eine Welt, ne? So, in diese Art Welt gehöre ich hin, ne? Nicht in das, was heute ist. Das, was heute ist, das ist einfach, finde ich nicht schön. Finde ich eigentlich wenig Schönes. Heutzutage finde ich wenig Schönes. Ich bin nicht so modern. War ich nie. Und je älter ich werde, je bekloppter kommt mir vieles vor. Jeder muss das nach seiner Fasson leben. Aber wenn ich mir es aussuchen könnte, würde ich mir das nicht unbedingt heute aussuchen. Ich weiß, es ist nicht so alles Gold, was glänzt, was schön aussieht. Ich weiß, wie schwer das Leben war. Aber es hatte auch eine andere Qualität als heute. Ich mag das sein. Ich bin so froh, dass ich die jetzt entdeckt habe und dass ich jetzt weiß, dass die Ellingham heißt. Ellingham. Das werde ich nie mehr vergessen, ich schwör's. Ich freue mich dermaßen über diese Bücher, das kann sich gar kein Mensch vorstellen. Ich schwöre es euch, da kann sich kein Mensch vorstellen. Also wie gesagt, das geht in meinen persönlichen Fundus rein, das wird nicht angetastet. Das geht in meinen persönlichen Fundus rein. Das ist zum Verarbeiten gedacht und ich werde es mir, wie ich mich kenne, sicherlich nochmal kaufen, damit ich es verarbeiten kann. Ja, das waren... Kleiner Überblick über die neuesten Geschichten hier, die ich habe und die neuesten Schätze. Mein Schatz. Ich werde zum Gollum, hä? Ja, ich glaube schon. Ich freue mich richtig drüber. Okay, ich sag für heute Tschüss. Das war's. Ich räume jetzt alles so rein und nach irgendwie langsam aber sicher ein und auf und um. Neue Kistchen, neue dies, neue das. Die Bücher müssen ihren Platz finden. Ja, ich wünsche euch, kommt schön ins Wochenende, bleibt gesund und munter. Wenn ihr es nicht seid, werdet es hoffentlich bald. Ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Bis bald. Bye, bye.